Guten Tag YouTube, guten Tag alle potenziellen Käufer von Battlefield 3. Heute mache ich mein allererstes Let's Play und zwar halt eben für Battlefield 3. Dann würde ich sagen, legen wir mal einfach los. Ganz wichtig, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal startet, denkt daran, das HD-Paket zu installieren. Wichtig wäre vielleicht auch noch zu sagen, bevor ihr das Spiel das allererste Mal startet, solltet ihr vielleicht erst einmal in die Option reinschauen. Wenn ihr eine etwas größere Anlage habt oder auch nur, sei es nur eine ganz günstige 5.1 Anlage oder auch eine Stereoanlage, macht gar keinen großen Unterschied, dann stellt die Soundoption auf Kriegsbänder, weil das hört sich um einiges besser an. So. Gehen wir mal ins Spiel rein. Ist auch für mich jetzt das erste Mal. Also ich habe es noch gar nicht gespielt. Und wenn Zwischensequenzen sind und Co., dann halte ich natürlich meine Klappe. Weil die würde ich natürlich selbst gerne vernünftig mitverfolgen können. Aber HD-Package und Online-Pass und Co. habe ich schon alles eingegeben, vorbereitet. So, dann gehen wir mal in die Kampagne. Ja, machen wir mal auf einfach. Ich habe keine Ahnung, wie der Schwierigkeitsgrad ist. So, und jetzt? Psst. Achso, da kommt erstmal noch ein Ladebildschirm. Aber jetzt. Okay, so kann man auch loswerden. Thank you.
natürlich sofort in die Action eingeworfen. Obwohl man ja auch oft gemacht wird, dass man zum späteren Zeitpunkt reinspringt und dann irgendwie erst 72 Stunden vorher, keine Ahnung, was jetzt kommt. Schau mal. Ja, 8 Stunden zuvor. Sag ich doch. Ist das besser? Ja. Wer sind Sie? Von der CIA. Guten Morgen, Sergeant Pepper. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier werden wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Wer ist das? Das ist er. Zorn. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir... Lassen Sie, hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLA? Vor 9 Monaten. Operation Saltbreaker, irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz Ohr. Okay, jetzt gehe ich bestimmt eine Erinnerung in echt durch. Gentlemen, willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 0:30 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USPV am Splitter Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert falls nötig Kasselberg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Mal los. Wir sind mächtig zurückgefallen, Gentlemen, und müssen jetzt diese Patrouille finden. Haben wir Bericht über Feinde in diesem Stadtteil? Geben wir uns Schluss. Hochfahrer! Los! Falscher Knopf. Naja, kann passieren. Ja, hat die Wand hat keiner gesehen.
Ein Erdbeben.